Jahren gibt es die Wettbewerbe. Seit 1983, da habe ich mir überlegt, dass wir mal einen Ballettwettbewerb veranstalten sollten. Und bis dahin gab es sowas in Deutschland gar nicht. Okay. Was sind die Aufgaben vom Ballettförderkreis München? Was macht der Verein? Also wir organisieren die Ballettwettbewerbe. Wir wollen, dass gute Privatschulen auch entsprechend hervorgehoben werden und man sie erkennt, damit die Eltern sehen, ah, dahin schicke ich mein Kind. Und wir wollen Kinder fördern, die in Privatschulen gehen und begabt sind, dass sie, falls sie eine Bühnenkarriere haben wollen. Wie finden Sie die Entwicklung der Wettbewerbe in den letzten Jahren? Sehr gut. Das Niveau ist sehr gestiegen. Es kommen immer mehr Schulen, es werden immer bessere Kinder und viele Privatschulen sind besser als die staatlichen. Das ist sehr gut. Sind neue Veranstaltungen bzw. Projekte geplant? Ja, wir haben den Publikumspreis am 3. Juni. Wir haben zusätzlich die Tanzteenies, unser Förderprojekt speziell für Buben. Und wir haben dieses Jahr seit 2011 wieder mal einen Dance World Cup Tanz. Das heißt, alle Kinder von der ganzen Welt, die beim Dance World Cup mitmachen werden, dürfen den gleichen Tanz lernen und ihn bei der Eröffnungsfeier vorführen. Wird es weiterhin die kostenlosen Medienangebote vom Team Germany Dance World Cup geben? Ah, selbstverständlich, brauchen wir doch. Mit, salopp gesagt, ordentlichen Klamotten. Also wir werden dieses Jahr schwarze Jacken wieder haben, gelbe Tops oder T-Shirts. Es würde Sinn machen, dass jeder Minimum zwei hat, denn man will ja nicht das gleiche T-Shirt eine Woche tragen oder jeden Tag waschen müssen. Es wird kurze Hosen geben. Lange Hosen kann schwarz jeder tragen, was er will. Aber wir haben noch kurze Hosen zusätzlich mit dem Logo. Wir haben die gelben Kappis. Und schön wäre es natürlich, wenn alle wirklich die ganze Woche über so gekleidet wären, dass man sie als Team Germany erkennt. Das Punktabzug, wenn man aus Versehen in der falschen Kategorie ist, beziehungsweise die Musik nicht funktioniert? Überhaupt nicht. Also beim deutschen, weder beim Regionalwettbewerb noch beim deutschen Ballettwettbewerb. Es kann ja sein, dass eine Schule neu ist, die sich noch nicht so auskennt. Und wenn die Jury meint, was schon passiert ist, der Tanz ist besser in einer anderen Stilrichtung aufgehoben. Kein Problem, dann verschieben wir ihn. Welche T-Shirt-Farbe wird es 2018 geben? Wir sind uns noch nicht ganz schlüssig, aber wir tendieren dazu, bei Gelb zu bleiben, jetzt die ganzen nächsten Jahre, weil halt unsere Flagge schwarz-rot-gold ist. Und schwarz ist ein bisschen schwarz. Und Rot haben sowieso jede Menge, Österreich, Schweiz, England, also wir wollen nicht auch noch Rot. Und die anderen Farben, die haben viele andere. Also ich tendiere dazu, dass wir jetzt für die nächsten Jahre bei Gelb bleiben. Sind Sie zufrieden, wie sich Ihre Wettbewerbe entwickelt haben? Auf alle Fälle. Wollen Sie noch etwas den Tänzern auf den Weg geben? Habt Freude am Tanzen. Was die Jury vor allem so kommentiert ist, es nützt nichts, wenn ihr eine super Technik habt und Fahrt schaut. Mit Freude tanzen, mit Ausdruck tanzen, mit Emotion das rüberbringen, was es sollte ausschauen, als würde es euch Spaß machen zu tanzen. Wissen Sie bereits, wer die deutsche Jury und die deutschen Tänzer beim diesjährigen Dance-Impact werden? Das weiß ich noch nicht. Beim Dance Impact, ich weiß es noch nicht. Okay, vielen Dank. Gerne.